Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zu einem weiteren Video vom Let's Play A Plague Tale Innocence. Kapitel 15, Andenken, töte Nicolas. Nicolas hat mit Hugo hier das Chateau und Brasch angegriffen und wir müssen jetzt ausschalten, erstmal uns verstecken. Aber Hugo ist jetzt erstmal wieder an Amicias Seite. Mal gucken, ob wir hier lebendig rauskommen. Leider haben wir Arthur verloren in der letzten Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid und jetzt geht es spannend weiter. Erstmal verstecken. Hugo. Er darf uns nicht sehen. Er darf uns nicht sehen. Wir müssen hier weg, Amicia. Ja. Meine Klinge ist noch... Sie sind hier, aber haben Angst vom Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten. Okay. Wie soll die Teile hier löschen? Wo treibt ihr euch rum? Warte mal, was war da nochmal an Löschen? Was ist denn das? Achso, neue Fähigkeit. Da, Feuer aus. Feuer, Vater. Das seid ihr ja. Ja, wir sind hier. So. Nichts. Sie sind schnell. Die Kakerlaken. Gut, dass er die ganze Zeit am Quatschen ist, ne? Endlich. Wie viel brauche ich denn noch von diesen Feuerausmachdingern? Ha! Der ist aber schon dicht. Klappt schon. So. Wie sollen wir das nur die Meli erklären, ey? Dass dieser blöde Sack ihren Bruder getötet hat. Wir mussten alle schon so viel durchmachen. Das Feuer ist doch aus. Oder muss ich die Laternen auch noch ausmachen? Sie müssen doch hier irgendwo sein. Jawoll. Wen haben wir denn da? Ja, Ratten, mein Freund. Ich hab nichts mehr. Oh. Gott sei Dank läuft er nicht in seiner fetten Rüstung. Und nun? Also ich sehe kein Licht mehr. Jetzt können wir aber gleich die Ratten auf jeden Fall ein wenig verwenden, würde ich mal sagen. Frage ist nur wie. So, ich konnte das nicht lesen, weil ich gleichzeitig immer laufen muss. Nein! Jawohl. Ungeziefer! Hat das schon gereicht? Holy shit, er hat ein brennendes Schwert. Lord of Light. Gut, ihr wollt also spielen. Dann spielen wir. Ich glaube, ich muss ihn dein. Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Ja, Amicia. Er hat sie alle getötet. Wir befreien noch mehr. Aber wie? Da sind noch ein paar. Komm. Ratten. Das ging jetzt aber schnell, ey. Jetzt ich wollte ja auch das dran. Da. Was hast du mit dem Spielzeug vor? Wie kann er das tun? Mann. Du musst dich verstecken, Amicia. Er darf mich nicht sehen, wenn ich das Ding auf sein Schwert schieße. Oh. Nein. Das war's. Au. Erstochen werden mit einem brennenden Schwert auch noch. Das ist doch mal doppelt ätzend. Gut. Ah, Gott sei Dank gab es einen Shaggy. Ihr wollt also spielen? Dann spielen wir! Auf Augenhöhe! Die Ratten, Amicia! Ja. Er hat sie alle getötet! Wir komm. Noch mehr! Nein! Zurück! Ja. Zurück mit euch! Ah. Er steht normal auf. Wenn ihr euch weigert, zur Hölle zu fahren, bringe ich die hat Hölle sein... zu euch! Jetzt brennt er richtig heftig! Und wir jetzt am Leuchten ist, ey. Wie kann er das tun? Oh nein, er darf dich nicht sehen. Hat er doch nicht. Kurz mal weiter weglaufen. Hat er mich gesehen noch? Nein. Ja. Ratten. Wo sind Ratten?
Nein, da war ich zu dicht dran. Und jetzt, was will ich? Da sieht man erstmal, wie krass die Rüstung eigentlich auch noch ist. Da hat er ja noch so einen Stoff drumrum, was da weggebrannt war. Wir werden sterben. Duck dich doch. Okay. Macht er einfach mal sowas kaputt, ey. Wenn ich jetzt von hinten schnappe. Ah, fast. Fast. Ah, komm zu. Das ist das Ende. Wo bleiben die Ratten denn? Ach. Ich werde euch lehren. Oh, das wird. Ich glaube, ich muss da von Haus aus irgendwie gleich hingehen, wo Ratten sind, wie da, und ihnen dann das Feuer ausschlagen. Sonst dauert das einfach zu lange, bis die Ratten da sind. Wie kann er das tun? Komm, da war ich doch. Amicia, schnell. Wie da sind ja eigentlich noch genug Ratten. Nichts. Sie sind schnell. Wie Kakerlaken. Komm. Ja. Ihr werdet sterben! Alter, die Ratten sind doch genau hinter ihm! Aber das ist wieder Feuer! Ja, nein! Naja, die Feuer sind ja auch wieder an. Ich komme. Nein! Der macht halt auch immer wieder das Feuer an, ey! Hat er mich jetzt gesehen? Du musst dich verstecken. Ach komm! Der dachte noch, ich wäre auf der anderen Seite. Anschleichen. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Ja, jetzt hat er wieder das Feuer an. In dem Moment, ey. Blöde Inquisition. Jetzt habe ich ihn hier schön hingelockt, weißt du? Weil die Ratten da sind und er hat wieder das Feuer angemacht. Oh, er ist da. Er ist hinter mir. Problem ist, hier sind gerade keine Ratten. Die sind nur noch da. Nichts. Sie sind schnell wie Kakerlaken. Oh, das wird schmerzhaft. Auf der Seite sind auch. Ist auch wieder so ein blödes Drecksfeuer. Wo treibt ihr euch rum? Hey, da hab ich doch. Das ist das Ende. Mann, ich hab doch noch extra einen zweiten geworfen, weil ich da das Feuer loswerden wollte. Er macht halt immer da in der Ecke. Da sind nur irgendwie sind da Ratten. Die letzten Ratten. Also ich glaube, ich muss ihn noch einmal mit einem Eingriff töten. Also einmal muss ich noch die Ratten auf ihn hetzen. Dann müsste, glaube ich, Ende sein. Problem ist nur, dass die Ratten nur noch da sind, wo er mal das Feuer anmacht. Also hier. Das sind die letzten. Ich muss zweimal werfen. Ich muss einmal auf ihn werfen und dann das Feuer nochmal ausmachen. Also brauchen wir nochmal. Mindestens zwei brauche ich. Ja, er soll mich ja sehen. Damit ich dann hier weiterlaufen kann. So. Fast. So, jetzt nochmal aufs Feuer. Nicht auf ihn, aufs Feuer. Guck mal, sie sieht nur ihn an. Wobei, die Ratten sind tot. Nein, das Feuer ist aus, Mann. Jetzt. Nicht zu mir. Zu ihm. Das müsste doch jetzt reichen.
Das muss doch jetzt gereicht haben. Amicia! Arthur? Nein, nein, nein! Arthur! Hat's gereicht? Ich werde sie töten. Ich reiße sie in Stücke. Melly, es tut... Halt einfach den Mund, verstanden? Bitte, hör auf! Ich töte sie! Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner! Melly, das schaffst du nicht! Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf! Seht euch um! Du weißt nicht, was du da sagst. Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden. Wir alle. Sie haben meinen Bruder, deinen Vater, euren. Wir haben nichts mehr. Nichts! Sie hat recht. Amicia, das ist Wahnsinn. Wir sind fünf. Gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Hat er die Schwelle überschritten? Ja, ich denke schon. Hugo, was willst du? Ich will Mama retten. Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis, jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Auf den Tod! Warum denn auf den Tod? Warum denn auf den Tod? Och Mann, ey. Okay. Es bricht wohl das letzte Kapitel an. Kapitel 16, die Krönung. Die Krönung, aber nicht die von Vitalis, ey. Okay. Welch ein rasantes Finale hier bisher. Also ich weiß, das Spiel hat 16 Kapitel, das wusste ich halt vorher auch. Das wurde ja so angekündigt. Schade, ey. Schade, dass es schon bald zu Ende ist. Aber wir freuen uns auf das heftige Finale jetzt. Mal gucken. Hugo ist sauer und er hat eine ganze Rattenarmee auf seiner Seite. Bin ich mal gespannt. Dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Komm schon, lade schneller. Wir wollen wissen. Oh gut. Gut, dass das mit Nikolas noch geklappt hat, ey. Man muss halt zweimal werfen. Es war halt immer so schwierig, weil wenn er neben dem Feuer steht, ihm anzuvisieren oder das Feuer, das war nicht so einfach. Weil der Cursor sofort immer hin und her gesprungen ist zwischen ihnen oder dann hast du halt wieder auf ihn geworfen, weil er stand halt genau daneben, ne? War halt fast nur ein Ziel. Sie ist riesig. Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Melly ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Rodrik, er ist fünf. Gucken wir mal, ob wir unbesiegbar sind. Ich muss mal kurz mein Fenster zumachen. 5 Jahre ist der Hugo also. So, sorry, dass ich kurz hier stehen geblieben bin. Ich musste mal kurz mal mein Fenster zumachen, weil da draußen irgendwie ziemlich laut irgendwie so ein Rasenmäher ist oder sowas. Das nervt natürlich, wenn ich aufnehme. Ich hoffe, man hat da nichts gehört. Jetzt ist es zu, jetzt hört man nichts mehr. So. Nervig, wenn man gestört wird von äußerlichen Geräuschen. So, die Frage ist natürlich noch, wie viele Soldaten haben die hier in der Stadt? Hey, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly, sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf! Ah, jetzt sag nicht, dass... Melly, warte! Rodrik, du stehst voll im Weg. Nein, sie ist wütend auf alles. Aber... Gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Sie hat ihren Bruder verloren, ey. Aber wenn die Ratten jetzt hier das nicht absichtlich das... entweder hat er das vorher gemacht, der Junge... Aber guck mal, sein Gesicht sieht besser aus. Das Gesicht sieht wirklich besser aus. Die Arme? Sehe ich jetzt nicht. Ja, hat die Ärmel runtergekrempelt. Oder hat hier der Vitalis, der Großinquisitor, jetzt schon gelernt, wie man die Ratten auch kontrolliert? Weil er ja auch das Blut in sich hatte. Wäre natürlich unschön. Wobei, dann würde es einen heftigen Kampf Rattenmeister gegen Rattenmeister geben. Vorsicht! Ja, war ja klar. Es sind noch Soldaten hier. Hey, glaubt ihr, es hat bereits angefangen? Das hoffe ich. Denn diese Viecher werden immer mehr. Tal, das ist riskant. Vitalis weiß, was er tut. Nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Drecksloch. Nicht mal, was in dieser Wand
alle vor sich geht. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly. Die sind aber mal so heftigst gepanzert hier. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Diese Rüstungen an, ey. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt. Er wird sie sehen. Sind wir getrennt von Melly, Mann. Hey! Halt! Ich helfe ihm. Bleib hier. Ja, geht lieber zu zweit für solche Kinder. Ich hoffe, sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Jetzt müssen wir nur den einen hier ausschalten. Den kann Roderick sich doch eigentlich von hinten schnappen. Ja. Der ist für dich. Du wirst bezahlen. Das ist einfacher, ey. Ja, danke schön. Gute Arbeit. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Oh, stopp. So. Leider ist die Gruppe getrennt. Finde ich ja eher unschön. Hat sich einiges verändert hier. Die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. Zu der Kathedrale? Ich finde ja immer noch trotzdem, dass sie so ein bisschen aussieht wie Notre Dame, so vom Baustil her. Ich glaube, da kommen Ratten. Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Achtung, Achtung, Achtung. Wenn du R2 gedrückt hältst, Ratten um ein bestimmtes Ziel und lösche Lichtquellen. Dann muss ich das hier ausmachen, damit ich hier hochkomme. Ja. So. Ja, sie hören auf mich. Sie hören auf dich, aber diesmal greifen sie auch wirklich gar nicht an jetzt, ne? Sonst konnte er sie halt ein bisschen steuern, aber die haben ja auch alles angegriffen. Noch mehr Wachen? Ich muss hier neue Ratten rausholen. Noch ein paar. Vielleicht ist nur jemand anderes sein Protégé. Achtung, da ist wieder eine. Was ist das? Warte, die kann ich ja mit Stein zerschießen. Das sehe ich mir an. Es ist doch nicht vorbei, klar? Weg da hinten ist noch eine Laterne. Ich finde euch. Der Herr wird euch. Ah, guck mal, da gehen die schon alleine drauf. Problem ist, da ist, glaube ich, ein Bogenschütze da oben. Was, sie wollen nicht auf dich hören? Ach, weil die fressen, oder was? Wenn sie fressen, hören sie nicht auf ihn. Dann mach ich das mit meiner Schleuder. Komm, die kann doch jetzt Helme wegschießen. Da ist jemand. Eindringlinge. Boing. Das rettet euch nicht. Boing. Geht doch. Für den da oben bin ich, glaube ich, noch nicht so weit weg. Scharfschütze. Kristalle brauche ich, glaube ich, nicht. Wenn die am Fressen sind, hören sie nicht mehr auf ihn. Ja, ja. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist, sage ich immer. Ah, guck mal, daher hier hätte ich neue holen können. Immer da, wo die Erdlöcher sind. Da muss man dann das Licht ausmachen, so wie hier auch. Und sie dann benutzen. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier noch so viele Soldaten mehr kommen. Da ist der nächste. Oh, der ist aber hart gepanzert, ey. Oh, der hat auch noch eine Laterne dabei, oder? Irgendwas hat er doch da. Ne, der hat eine brennende Waffe. Da scheint was zu sein. Wen haben wir denn da? Kriege ich das Ding aus? Ja. Scheiße, was? Oh, Werkzeug. So, den konnte ich noch looten hier, den Bogenschütze. Hey, wir müssen da runter. Können wir das schön alles mitnehmen, damit mir nichts ausgeht. Vitalis hat das Blut des Jungen.
eigenen. Zwei Wachen. Eine für jeden. Eine für jeden mal wieder. Okay, Steine. Es ist vor allem unnatürlich. Die Wache. Wieder das, ich mir nicht zweimal sagen. Das. Ich. Weg da. Boah. Dann los. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, echt? Du hast eine ganze Rattenarmee. Rodrik, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Auf mein Zeichen? Oh Gott. Muss ich den hier vielleicht beschützen noch? Wie die Stadt auch komplett hier weggegraben wurde von den Ratten, ne? Die haben sich hier überall durchgebuddelt. Da drüben sogar Items. Da leuchtet was. Da sind Steine. Und hier... Krass, wie die Erde aufgebrochen ist und so. Okay. Rodrik, mach mal. Machst du das, Rodrik? Ja. Wow. Ey, hoch. Durch mit euch. Schnell. Vorsicht. Oh, jetzt hat es doch aufgeschafft. Ich dachte, wir müssten uns jetzt hier vielleicht wieder trennen oder sowas. Vorsicht, da sind Kacker. Was ist das? Wo sind denn jetzt hier die nächsten Ratten? Da, hinter mir. Nicht das. Ratte! Jetzt kommen sie da, ey. Alle drei mit einmal. Gut, den einen musste ich noch mit meinem Dings da machen, ey. Der war schon zu dicht. Wer schießt da? Bogenschütze? Ja. Ja. Oh ja. Oh ja, oh ja. Schnell mal bauen. Noch mehr bauen. Und Stein. So, Bogenschützer haben zum Glück immer keine Helme auf. War das Meli? Oh, Meli und Lukas. Lass mich mal umdrehen, hier liegen noch Sachen. Amicia, ihr lebt. Hört zu, Vitalis ist in der Kathedrale. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Na toll. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los, ins Haus. Na klar, das brennende Haus. Ach, guck mal, die Kathedrale, wenn man das von hier aus sieht, auch komplett zugewachsen mit Rattenkacke. Alles voll, ey. So, komm, wir müssen ins brennende Haus. Das wird ein Spaß. Die Tür ist zu. Verschlossen. Ich brech sie auf. Ja, mach mal. Ich bleib hier stehen. Dreckstück. Dir zeig ich's. Musst du immer fluchen dabei? Wir haben ja einen Fünfjährigen. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Hugo? Du weißt schon, dass hier noch Lampen sind, ne? So eine Scheiße. Wie viel? Ich hab hier Eindringlinge. Da hinten komme ich nicht hin. Ah! Hätte ich vorher gewusst, dass da jetzt noch Wachen ankommen, weil er die Tür aufbrechen muss, dann hätte ich schon mal alle Feuer unten ausgemacht. Also quasi jetzt. Fies. So, das auch noch. So, und dann brauche ich Steine. Okay. Jetzt sollte das so schon mal ausreichen. Ja, das ist eine gute Vorbereitung. So. Jetzt bitte normal das mit der Tür. Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Dreckstück. Dir zeig und jetzt nicht von Speeren treffen lassen, sondern deren Laternen schnell Rodrik, wegschießen. Geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Den kann ich so töten. Der hat keinen Helm auf. Oh oh. Somit alles nur noch schlimmer.
Wieso greift den ja keiner an? Alter, ich hab doch... Ey, da hätte doch so den Stein machen können, ey. Der rennt da einfach durch. Ich meine, ja gut, der hat eine Fackel in der Hand, aber trotzdem. Blöde Stellen immer hier im Spiel gerade am Ende noch. Da wollen sie es nochmal stressig machen. So, Steine voll. Brauche ich das Zeug noch? Ich glaube schon. So, bitte. Alle guten Dinge sind drei. Nervt. Über diese Fehlversuche. Ich mag das nicht. Dir zeig ich's. Ist ja meine Schuld. Deswegen finde ich das ja doppelt schlimm. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Komm, Schneider. Ja, der kommt wieder. Amicia! Amicia! Ratten? Aber ich glaube, der ist zu dicht. Nee, bei denen geht das nicht. Den kann ich nicht den Helm wegschießen. Ich muss irgendwo hier wieder hin, wo Ratten sind. Ja, er hat schon wieder seine Scheiße da angemacht. Geschafft. Oh. Ja, ich denke schon. Lass es gut sein, Rodrik. Erinnert mich daran, dass ich euch beide nie wütend mache. Gut. Dieses Mal kommen wir rein. Kommen wir wirklich rein? Die Frage ist, was hier jetzt noch drin ist. Scheiße! Toller Plan! Nein, Amicia, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Rodrik, folgst du uns? Bis in die Hölle. Bis in die Hölle? Es ist hier auf jeden Fall echt ungemütlich hier drin, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, wir sind im brennenden Haus. Finde einen Ausgang aus dem Haus. Damit geht's in der nächsten Folge weiter hier. Im letzten Kapitel von A Plague Tale Innocence. Ja, es ist ein bisschen stressig, noch viele Soldaten. Man muss da echt sein ganzes Reporter ausnutzen und Feuer löschen, damit die auf die Soldaten gehen, die Ratten und so weiter, und sich selber noch schützen und Steine wechseln, hier und da wechseln, Inventarmanagement, vieles bauen. Okay, mal gucken, was wir in der nächsten Folge morgen noch erleben werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für eure Unterstützung und den Daumen nach oben und bis morgen. Tschüss.